Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Im letzten Part waren wir im Schloss Rotmine unterwegs und wollen uns eigentlich hier diesem wunderbaren Fest widmen. Aber Leute, ihr wart halt wieder fleißig am Kommentare schreiben, ne? Also fleißig habt ihr Kommentare geschrieben und eigentlich wollen wir jetzt hier direkt loslegen. Aber bevor wir hier direkt loslegen, müssen wir doch nochmal einen kleinen kurzen Abstecher machen. Einen ganz kleinen kurzen. Oh, warte mal, ich hab vergessen die Vorschau auszumachen. Moment. Hup. Bisschen nervig, wenn du so nebenbei im OBS die Vorschau am Start ist. Ich kann das nicht ab, wenn ich das Bild immer zweimal sehe. So, ja, wir müssen dann doch nochmal ein letztes Mal, ganz kurz nochmal woanders hin, aber ein letztes Mal. Gehe ich auch ganz schnell. Und zwar nochmal zurück in eine Tafelrunde, weil ich will nicht, dass wir uns damit was verbauen, weißt du? Ich kann noch nicht spoilern, aber mir wurde mitgeteilt von meiner besseren Hälfte, dass gleich auf jeden Fall gleich so ein bisschen Rambazamba mit den ganzen Begleitern ist, die wir so haben. Und deswegen sollten wir, bevor wir dieses Fest machen, uns noch um eine Kleinigkeit kümmern. Da hat die gute Terra mich drauf gebracht, denn ich habe es gar nicht bemerkt letztes Mal. Wenn ich hier mit dem guten... Journey to the capital, Landell. Ja, ja. East to the Altus Plateau, at the foot of the Earth Tree. The two fingers will deny your passage no longer. Das ist sehr nett. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. So, nun geht es weiter. Und zwar, ich habe hier... Also ich muss ein bisschen mal reinkommen, Alter. Erste Folge, Zeitumstellung, bin komplett groggy im Kopf, Alter. Aber es wird schon. Ich bin hier die Dialoge so durchgegangen und habe immer nur gesehen, über. Und habe das dann abgehakt, ohne zu merken, dass hier unten über Nephilis Verzweiflung geredet werden kann. Und das wollen wir doch mal machen eben hier. You've already heard. Indeed. It seemed the whelp harbored suspicions. So I had no further use for her. Honestly, what's a man to do? A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Na gut, dann hoffen wir das Beste, ne? Jetzt haben wir mit ihm geredet, kann ich noch weiter mit ihm drüber reden? Warte mal. Ja, ja, weiß ich doch. Ist mir schon klar. Ne, mehr ist hier jetzt nicht mehr. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihr. Das war doch, glaube ich, die da hinten saß und meinte, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich glaube, die war das, ne? Dann können wir die doch mal aufsuchen und sie natürlich nicht, wie sie sich das wünscht, in Ruhe lassen. Die möchte nämlich, glaube ich, dieses Sturmfalken-Ding haben. Ihr erinnert euch noch, was wir da eingesammelt hatten. Moin! Ja, ist ja ordentlich am Hämmern, der Mann, ne? Ordentlich, hau der da drauf. Vernünftig. So, guten Tag. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. So, ich hab von Gideon gehört. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging my emotions. Forgetting the mission. Punishment for offing his pawns. Father, rather, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him. To place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent, I betrayed him. And I... can no longer trust in Father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now... I've lost it. Ich werde jetzt den Sturmfalkenkönig überreichen. Is that ash? Ja. I can smell the ancient storm in it. My thanks. I'll gladly take it. Und was hat das jetzt gebracht? I'm not like Roderica. I don't feel the presence of spirits, let alone see them. Still, this ash, it reminds me of my first hawk. Thank you. Immer gerne. In this ash. I can smell the ancient storm. It reminds me of my first hawk. Okay, also sie ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufgecheert. Das ist doch schon mal etwas, ne?
Jo, jetzt gucke ich nochmal wieder in eure ganzen wunderbaren Kommentare rein. Also der Christian, ne? Der Christian hat ja mal was beobachtet, ja? Grüße gehen raus, Christian. Dass du wieder was beobachtet. Oh, oh, oh. Habt ihr es gerade gesehen? Ich glaube, mein Controller geht langsam in Dutt. Ich glaube, die Joysticks sind langsam hinüber. Der ist gerade von alleine gelaufen. Der Christian hat nämlich festgestellt, ja, hat er bemerkt, dass ich zwar mal mein Schild spazieren führe, aber das fast nie benutze. Und dass es doch sinniger wäre, mit zwei Schwertern rumzulaufen. Der Christian hat das schon. Der versucht immer wieder meinen Spielstil ein bisschen zu verändern. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich war aber ganz ehrlich, die Problematik meiner Meinung nach, oder für mich persönlich jetzt an zwei Schwertern, ist zum einen, dass ich dann mit einem anderen Knopf primär angreifen muss, damit beide Schwerter verwendet werden. Und nach jetzt über 120 Folgen ist so viel Muscle Memory am Start, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird. Da bin ich ganz ehrlich. Und wir werden es aber trotzdem mal wenigstens vorbereiten. Und zwar wurde vorgeschlagen, wir gucken mal gerade eben in unsere Ausrüstung rein. Es wurde vorgeschlagen, als Zweitwaffe hier dann vielleicht dieses Drachenschuppenschwert zu verwenden. Dolch? Ich weiß gar nicht, wo das Ding ist. Muss man gerade ein bisschen gucken. Elfenbeinsichel. Altes Schwert, schwerer, treuter. Wie hieß das Ding? Ich muss gerade nochmal gucken. Irgendwas mit Drachen oder sowas. Drachenschuppenklinge. Habe ich die denn schon? Die Drachenschuppenklinge. Großschwert der Verpflanzung. Na lecker. Es gibt halt echt richtig viele ab... Da. Drachenschuppenklinge. Ist auch ein Katana. Ah, nice. Und das scheint eine Dunkelwaffe zu sein, die wir mit diesen Dunkelsteinen upgraden. Das heißt, wir würden uns mit unserer normalen Waffe dann auch nicht in die Quere kommen. Ich pack das mal auf Slot 2. So, jetzt haben wir hier eine Waffe. Hier haben wir Bogen, Schild und dieses Zweitwaffending. Und dann können wir eigentlich an dieser Stelle... Well, where build your hiding? Ja, heide nirgendwo. Ich weiß nicht doch. Mach ich. Pass auf. Pass mal auf. Ich möchte Waffen verstärken. Und zwar, die ist gerade schon auf Level 15. Hier können wir jetzt ein bisschen Gas geben natürlich, ne? Habe ich genug Runen am Start? Ja, wir haben auch genug Runen am Start. Dann fangen wir mal an. Ein Dunkelschmiedestein. Oh, weiter geht's auch schon nicht. Jetzt bräuchten wir... Jetzt sind wir auf Waffenstufe... Oh, holy shit. Ist aber nicht schlecht, das Ding. Na gut. So. Wir probieren's einfach mal, ja? Man muss auch mal einfach... Einfach mal machen. So, kann ich bei dir noch irgendwelche Geister verstärken? Grüße. Ja, sicher. Oh, nee. Gut. Dann sind wir durch. Ich würde sagen, dann haben wir alles. Ich rede jetzt nochmal mit dem Obermods, um zu gucken, ob die Dialoge, ob sich dieser Dialog jetzt noch irgendwie weiterentwickelt oder ob es das war. Und dann machen wir uns ran an das Radanfest, wa? Moin, ich habe mit eurer Tochter gesprochen. Weiß ich doch. The two fingers will deny your passage. The two fingers. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. So. Nee, das war's. Okay. Dann, Leute, ist es soweit. Wir gehen zurück zu unserem Lieblingsbloss hier unten. Kammer außerhalb des Platzes und dann gucken wir mal, was abgeht. Ich habe gehört, das ist eine dicke, fette Party hier. Macht ihr Party? Ich frage euch, macht ihr Party? Und ich probiere es jetzt mal mit dem Doppelwumms, ja? Also, muss mal gucken, wie das denn jetzt ging. Muss ich so angreifen, ne? Ich kann ja leider nicht mit dem angreifen, weil dann nimmt er nur die rechte Waffe. Ich muss jetzt mit der linken Seite angreifen. Das wird für mich... Das wird schwierig, aber ich versuche mein Glück, okay? Alles für den Christian, damit er sich freut. Er hat ja nicht Unrecht, ja? Ich benutze das Schwert halt, das Schild sehr gerne, wenn ich gegen normale NPCs kämpfe. Wenn so ein Ritterschar da kommt, bin ich es immer noch angenehmer. Bleibe ich auch bei. Aber wir probieren es jetzt mal. Es kann also sein, dass wir diese nächsten Folgen ein bisschen öfter drauf gehen. So. Jetzt aber Fokus. Ich schnack erstmal mit den Leuten hier. Guten Tag. Höfliche Verbeugung. Okay, das ist ja nett. Das war's? Du hast dich jetzt verbeugt und das war's. Okay. Champions! Welcome!
festival is nigh. General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival! Das Fest von Radahn. Na, habt ihr auch so Bock wie ich? Ist das... Moin, kennen wir uns nicht? Ist das der, den wir mal befreit haben? You came. Ja, wie geil. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Zimmer. It is none other than General Radahn himself. Okay. To think, I could face a great champion of the Shattering. Demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Okay, ist er mit dabei oder was? Sure to get a good vantage, my friend. I. Okay. Ich quatsch mit allen so lange, bis sie nicht mehr reden. Hier ist noch irgend so ein Geist am Start. Hier ist noch ein Geist am Start. Sieht aus wie der Zwiebelritter, ist er aber nicht. Er hat auf jeden Fall eine vernünftige Plauze, Alter. Da geht gut was rein, ne? So. Blade, mein Süßer. Erzählst du auch noch irgendwas? Into the fray together, hm. Let's see what you're made of. Mach ich. Okay, sonst noch jemand zum Quatschen? Ich bin so gespannt, was uns hier gleich erwartet, Alter. Oh, hier wird ordentlich Party gemacht, ne? Aber ordentlich Party. Erstmal die Auslagen wieder umrollen und gucken, ob hier noch was versteckt ist. Kein Loot. Ah, jetzt habe ich die Umarmung vergessen. Oh, Mann. Ich wollte mich eigentlich nochmal von der einen Dame umarmen lassen. Terra, habt ihr nicht vergessen. Auch noch so ein Hinweis. Die hat jetzt neue Dialogoptionen. Machen wir dann nach dem Fest, würde ich sagen. Aber jetzt gehe ich nicht wieder zurück. Ich versuche dran zu denken. Oh, oh, oh. Kann ich mit noch wem quatschen? Was haben wir denn hier? Unerwartet das etwas Unglaubliches. Okay, guten Tag. Bist du der Ausrufer? Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Ich bin absolut noch nicht bereit. Nee, noch. Doch, ich bin bereit, oder? Soll ich schon drücken? Nee, noch nicht. I see. When you are ready. Come to me again. Okay, dann geht das Fest wohl los. Preise zu Preisschlagen. Das preise ich gerne. Bevor wir das aber machen, wie gesagt, ich muss erst mal gucken, was hier noch ist und ob noch jemand zum Quatschen ist. Wir wollen ja nicht direkt losrennen. Oft gibt es ja dann doch noch was zu entdecken. Wertvolles Objekt voraus, siehst du? Hier sitzen sie alle. Versammeln sich um diese Himmelsschale. Da ist noch ein... Oh. Den ganzen Teppich hier versaut. Dunkelschmiedestein, schön. Kann ich vielleicht meine Waffe jetzt doch nochmal upgraden, ne? So. Ah, das Game sieht halt aus, so, meine Herren. Der gute... George R. R. Martin, Mr. Game of Thrones war kürzlich bei Stephen Colbert, einer amerikanischen Late-Night-Show, die ich mir einmal reinziehe. Abends zum Einpennen gucken wir uns immer noch die Folge da an. Wenn man das auf YouTube guckt und somit die ganze Werbung, die die Amis haben, nicht drin hat, ist es auch nicht so lang. Und war da im Interview und wurde dann auch von Stephen Colbert gefragt, ob er denn auch schon Elden Ring gedaddelt hat. Und er meinte einfach nur, nee, er hat aktuell keine Zeit, Elden Ring zu spielen, weil er muss ja noch so ein Buch fertig schreiben. Fand ich witzig. So, geht's denn hier rein? Ist da noch irgendwas? Upala. Noch irgendwas los? Guck mal, er macht das genau wie ich. Ich bin nicht der einzige Dödel, der überall reinrollt. Sollen wir da rein? Hier geht's erstmal noch nicht weiter. Sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Übrigens, sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Wir dürfen offensichtlich leider nicht, meine Lieben. Ich glaube, dann sind wir jetzt durch.
Dann würde ich sagen, möge das Fest beginnen oder was? Let's go! Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Na dann mal los. Ich bin absolut bereit. Ich bin gespannt, was wir beginnen. Allow me to paint you the full picture. Zwischensequenz. Oha. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Na wunderbar. Howling at the sky. But now, we must make men. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! Ermutigender Ruf freigeschaltet. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Wo ist das jetzt? Okay, warte, jetzt gucken wir erstmal. Jenseits der Kirche. Das ist auf einmal so eine... Die Tür ist jetzt auf einmal so ein Durchgang geworden. Müssen wir da jetzt durch? Oh. Be sure to get a good vantage, my friend. Okay, okay. Müssen wir jetzt gemeinsam da durch? Ist das jetzt der Weg? Führt uns das zur Schlacht? Into the fray together. Ich denke, hier müssen wir jetzt durch. Das wird ja wohl der Weg sein. Hier war gerade eben nicht so eine lustige Tür. Nein? Oh, ich kann da nicht durch. Okay, dann wohl doch nicht da lang. Oh, wirklich nicht da lang? Nee. Dann müssen wir wohl doch hinter die Kirche die Tür öffnen und dann gibt's Rambazamba-Kroppen, hier Gruppenkeile oder so, ne? Ich glaube, wir werden uns mal richtig ordentlich ein drauf eiern. Schauen wir mal. Das sieht auch nach Kirche aus. Doch, doch. Hier hinter der Kirche. Ich hatte es ja gesagt, Richtung See irgendwie. Da chillt er rum und orgelt sich da so ein paar Leichen rein, ne? Man kennt's. Ah, die Tür ist auch offen. Guck mal. Jetzt ergibt das alles Sinn. Hui! Visionen hier von Trauer. Da ist noch was. Hallo? Schmiedestein. Schön. Das ist eine sehr kleine Kirche, aber ich sag mal so für nur so eine Schlosskirche, wo nur die Leute hin müssen, ne? Sind wir hier richtig? Oh ja, hier wird das Fest gefeiert. Guck mal, da chillt sich dann einer hin und guckt sich das Schauspiel an, oder was? Erdenbaum, Elden Ring. Kann ich da auch schon lang? Sie dürfen nicht. Oh nein, sie dürfen nicht. Ja, ja, weiß ich doch. Okay, genug Zeit rumgetrödelt, ihr wisst Bescheid, wir müssen runter jetzt. Ich hab ein bisschen, bin ein bisschen in Sorge, aber wir schaffen das schon. Wir kämpfen wohl nicht alleine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh. Dann mal los. Ach, guck mal, hier ist auf jeden Fall so eine Anrufungsstatue. Das ist doch gut. Falls ich zu kacke bin, kann ich Verstärkung rufen. Ich habe da noch so eine Schatzi auf meiner Seite. Soll ich durchs Wasser gehen? Nee, ne? Oder? Kann man da durchs Wasser rübergehen? Oder kann man sich da schnell teleportieren? Wo führt das hin? Nö, ich gehe zu Fuß oder was?
Und da kann man, glaube ich, nicht lang. Ne, hier. Hier ist Ende Gelände. Wir müssen. Na dann. Oh, scheiße, Leute. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Oh Gott. Klagedünen. Puh. Hier sind mehrere Leute. Irgendwas Löwenherz! Um Gottes Willen, ich kann die Leute rufen. Okay, warte, warte, warte. Oh, oh mein Gott! Ich muss ein bisschen aufpassen, wie der auf mich schießt. Achtung. Oh, hat nicht geklappt, um Gottes Willen. Die Leute. Alter, ich weich doch aus! Das ist ja fürchterlich. Ah, cool. Jetzt sind die ersten nach vorne gedrungen. Wir kämpfen hier gemeinsam in der Schlacht, wie ihr seht. Ich hol das Kriegsgefäß noch. Das ist ja witzig. Kann ich das Pferd rufen? Ja. Hier ist noch jemand, den ich rufen kann. Geht wohl nicht vom Pferd aus. Hier, Blade! Gehen wir mal weiter. Da sind noch zwei, die wir noch rufen können. Und dann werden wir schön zusammen kämpfen. Ah, der ist ja richtig wahnsinnig, der Junge. Patches? Die ganze Gang ist am Start. So, Leute. Komm mal mit. Oh, oh, der geht gut ab, der Junge. Oh mein Gott. Oh, warte, 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 weg, 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 weg. Ich glaube, wir sind mit dem Schwert sogar da besser unterwegs. Oh mein Gott. Wo ist er jetzt? Was ist das? Nein, der kommt wieder. Das war's noch nicht. Ich kann wieder Leute rufen. Junge. Halbgott zu Fall gebracht. Radans große Rune. Oh, das war einer von den fetten. Echo der Sternengeißel. Alter Focko. Also erstmal. Zwischensequenz. Ich muss Kaffee trinken. Alter, das war nicht ohne. Wenn ich hier durch bin, muss ich mir immer mal so einen Speedrun angucken. All Boss Rush oder so. Und mir mal angucken, wie Leute, die das drauf haben, die Bosse legen. Okay. Oh, irgendwas passiert hier. Das war sehr hell. War das jetzt es war ja kein Legacy Dungeon oder so, ne? Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Okay, so warte mal, bevor wir zur roten Markierung gehen. Gehe ich jetzt erstmal dahin, denn dort vorne finden wir einen Ort der Gnade. Ich hab's richtig ausgesprochen. Ich habe nicht gesagt Bonefire, oder? Geil, wa?
Da sind sie alle, meine Kumpels. Ja, Han, ist gut. Lass mich erstmal diesen Ort der Gnade. Ja. Und hinsetzen. Meine Lieben, ich bedanke mich dann an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.